Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Haul von mir. Ich war die letzten Wochen über ein bisschen einkaufen und habe einiges gekauft. Hauptsächlich muss ich sagen Masken und irgendwie Abschminktücher. Aber es hat sich irgendwie einfach so ergeben. Ich war in ein paar Läden, deswegen wird es so ein gemischter Haul, einfach ein Drogerie-Haul würde ich sagen. Eine Sache habe ich auch bei, beziehungsweise zwei Sachen habe ich auch bei Amazon bestellt. Und ja, ich zeige euch mal einen kleinen Sneak Peek hier. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern legen direkt los. Ich fange mal mit dem an, was oben drauf liegt. Und zwar sind es viermal Nivea Micellentücher. Und zwar sehen die so aus. Micellenreinigungstücher mit einem mega süßen Design. Guck mal, das ist voll süß. 3 in 1. Entfernt wasserfestes Make-up, schützt die Wimpern, spendet Feuchtigkeit. Da gab es bei Amazon einen Deal, kaufe 4, zahle 3. Und man, es gab noch extra 20% auf Nivea-Produkte. Und ja, so hat man dann irgendwie ja, 4 Stück bekommen für, ich glaube, 90 Cent pro Stück ungefähr. Und fand ich, war ein super Deal. Und ja, ich mag die. Und auch die Verpackung ist mega süß. Huch. Deswegen habe ich die einmal mitgenommen. Dann, wo wir bei Reinigungstüchern sind, mache ich damit weiter. Nee, ich mache erstmal mit den Amazon-Produkten weiter. Und zwar gab es auch bei Amazon ein Rexona-Deal. Da gab es auch die Nehme 4, Zahle 3 Aktion. Und die haben dann insgesamt auch unter einem Euro gekostet. Und dadurch, dass ich das auch immer nutze, habe ich da dann auch zugeschlagen. Es ist ein Antitranspirant. 48 Stunden soll es halten. Habe ich jetzt selbst noch nicht ausprobiert, ob es wirklich so lange hält. Aber es hält den Tag über auf jeden Fall. Und bei DM, meine ich, kosten die so um die 1,45. Und ja, das gab es unter einem Euro und die werden sowieso aufgebraucht. Deswegen so als kleinen Tipp, schaut immer mal bei Amazon vorbei. Die haben manchmal so kleine Deals, von wegen kaufe so und so viel, zahle aber nur das. Und wie gesagt, bei dem mit Nivea gab es noch 20% extra. Das sind so Coupons, die man da aktivieren kann. Ja, hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Dann machen wir weiter mit den anderen Reinigungstüchern, die ich noch gekauft habe. Die hatte ich gekauft, bevor ich die von Nivea bestellt habe. Aber das war dann einfach so ein guter Preis, deswegen habe ich die dann nochmal mitgenommen. Und zwar von Altera Naturkosmetik. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Das sind 3 in 1 feuchte Reinigungstücher mit Bio-Aloe Vera. Für trockene und empfindliche Haut ohne Alkohol. Und auch das soll wasserfestes Make-up entfernen, die Haut nicht austrocknen und. So sehen die aus. Fand ich ganz interessant. Ich habe mir noch ein Produkt von Altera gekauft. Es gab auch in der App, muss ich dazu sagen, so ein Coupon. Wenn man 5 Euro Produkte von Altera kauft, dann hat man noch so eine permanent Tragetasche dazu bekommen. Und das hat mich dann natürlich angefixt. Deswegen habe ich es mir geholt. Ich bin sehr gespannt, wie die sind. Ich nutze die ja abends zum Abschminken, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Gesündeste ist, aber bei mir funktioniert das ganz gut. Und ja, Abschminktücher werden ja dann auch immer gut aufgebraucht. Die letzte Packung Abschminktücher ist diese süße Verpackung hier. Mega niedlich, oder? Und zwar von Isana 3 in 1 sanfte Reinigungstücher, auch ohne Alkohol und mit einem, wie gesagt, super, super niedlichen Design. Auch da pflegt die Haut, reinigt und ja, auch das wollte mit. Wo wir schon bei Isana und allem sind, denke ich, mache ich auch mal mit Rossmann weiter. Hier ist nämlich das andere Produkt von Altera. Das ist ein Triple Hyaluron Booster und das soll hautglättend wirken und einen Lifting-Effekt haben und ist mit dreifacher Hyaluronsäure. Und das schaut so aus. Ich zeige es euch mal. So sieht das aus. Kann man es ganz gut erkennen. Ich bin sehr gespannt. Also es hat sich sehr gut angehört. Das ist auch mit Aloe Vera und ja, soll Feuchtigkeit spenden. Also hier steht für eine extra Portion Feuchtigkeit. Auch mit Hyaluronsäure. Ich habe ja immer das Gefühl, wo Hyaluronsäure draufsteht, das ist gut für die Haut. Polstert auf, ne? Wir werden alle nicht jünger. Von daher kann man das gut gebrauchen. Es fühlt sich sehr gut an. Der Duft ist auch angenehm. Ist halt Naturkosmetik, ne? Die duften jetzt nie mega gut, aber ist angenehm. Und ja, fühlt sich sehr geschmeidig und schön an. Bin ich mal gespannt. Aber ja,
Das durfte auch mit. Das würde ich dann einfach unter die Tagespflege geben. Ansonsten gab es noch eine Aktion, wenn man drei Produkte bei Jesana aus dieser Tier Limited Edition kauft, dann bekommt man das vierte umsonst. Oder wenn man drei kauft, bekommt man das dritte umsonst. Naja, auf jeden Fall hat man irgendwas umsonst bekommen. Und ich fand die Limited Edition mit den Tieren mega süß. Und habe mir da auch einiges mitgenommen. Zum einen die Handseife. So sehe ich aus. Und da ist dann hier die Schildkröte und die Katze, mega niedlich. Und da steht auch noch, mit dir bleibt die Zeit stehen. Das ist mit Orangenblüte und Jasminduft. Also passend zu mir. Ich finde, ich habe auch dran gerochen, dass es mega lecker riecht. Ich finde das Design süß und dachte mir, warum nicht? Das sind auch so Sachen, die braucht man immer wieder auf. Und davon habe ich mir dann auch noch die Handcreme mitgenommen. Das ist derselbe Duft. Auch Orangenblüte und Jasminduft. Die Handcreme habe ich auch schon einmal benutzt. Die ist einfach leicht, riecht angenehm und klebt nicht so. Und ich dachte mir, das könnte ganz gut für die Arbeit oder so sein. Da habe ich immer eine auf dem Schreibtisch. Und das ist eigentlich nur wichtig, dass sie schnell einzieht. Also die muss nicht krass pflegen, sondern einfach so ein bisschen. Und halt schnell einziehen, dass man dann schnell wieder tippen kann. Und ja, ich fand es niedlich und dachte mir, deswegen nehme ich es mal mit. Das nächste Produkt ist so eine Softcreme mit einem Eisbären. Und mit dir wird mir warm ums Herz, steht da richtig goldig. Und es ist für Gesicht und Körper mit Aloe Vera und Vitamin E. Und ja, das ist einfach so ein Pot, der ist auch zu. Hat mich so ein bisschen an diese Nivea-Pots erinnert, so allgemein. Und ja, ich dachte, das ist sowas, das kann mein Mann auch benutzen. Einfach so im Winter, wenn man ein bisschen mehr Pflege braucht, dann kann man das nehmen. Ich mag ja solche Verpackungen sowieso am liebsten, weil man da einfach die Creme am besten rausbekommt. Man macht es auf, kann sich dann eincremen, wenn man halt Creme an den Händen hat. Das geht einfach besser als in so einer Tube oder im Pumpspender. Eigentlich mag ich einen Pumpspender an sich auch gern. Aber unten, wenn es nicht mehr komplett voll ist, dann ist es ein bisschen schwierig. Deswegen dachte ich so, für uns kann das nicht schaden. Können wir gut benutzen. Und was auch nicht fehlen durfte, davon werdet ihr heute ein paar sehen, aber jetzt zu Isana. Zweimal die Tuchmaske mit dem Panda. Und da steht, du bringst Farbe in mein Leben. Das ist auch mit Hyaluron und Aloe Vera und soll ein frisches und belebendes Hautgefühl verleihen. Bin gespannt. Ja, ich fand die Verpackung niedlich und meistens sind die Tuchmasken auch ganz gut. Nicht lebensverändernd, aber sie spenden also eigentlich fast immer Feuchtigkeit. Und deswegen habe ich mir da mal zwei mitgenommen. Dann gab es bei Rossmann noch eine Aktion in der App mit den Tuchmasken von The Beauty Mask Company. Da gab es die Aktion Kaufe 4, zahle 3. Bei so Sachen bin ich immer voll dabei. Und ich hatte von denen noch keine, soweit ich mich erinnere, und dachte, so kann man das auch mal gut ausprobieren. Und ja, ich habe mir da vier verschiedene mitgenommen. Tuchmasken, die hat man ja auch schnell in Anführungszeichen aufgebraucht. Also das ist ja so ein Einmalprodukt. Und ja, sollte man nicht immer machen. Man sollte ja eher so Masken im Tiegel und so benutzen. Das versuche ich auch. Aber so, das geht halt dann schnell. Man kann, je nachdem, was man gerade braucht oder denkt zu brauchen, das kann man dann benutzen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also zum einen habe ich diese mitgenommen. Das ist Feuchtigkeit mit Wasserlilie. Body, Mind and Soul. Schön für mich. Hashtag schön für mich. Also feuchtigkeitsspendend. Dann haben wir die Tuchmaske Hyaluron-Effekt. Die sieht so aus. Für anspruchsvolle Haut. Ja, ist meine auch mal hin und wieder, ne? Dann haben wir Beruhigung und Entspannung. Das sieht so aus. Mit Wassermelone und Aloe Vera. Fand ich auch ganz interessant. Und klärend und reinigend. Das ist diese hier. Und die ist mit roter Tonerde und Hamamelis. Habe ich mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Müsste ich mal nachschauen. Aber ja, ich kriege auch hin und wieder mal ein paar Pickel. Ich habe zum Beispiel hier unten wieder einen und so. Und wenn das dann mal Überhand nimmt, wenn das dann mal Überhand nimmt, dann kann man sich so eine Maske gut drauf machen und danach eine schöne Pflege. Ja, deswegen habe ich die auch mal mitgenommen.
bevor wir zu DM kommen, zeige ich euch noch zwei Sachen, die ich im Kaufland gekauft habe, als ich normal meinen Wocheneinkauf gemacht habe. Und zwar einmal von Beauty, diese Augenpads. Die haben dort 88 Cent gekostet, fand ich relativ günstig, denn ich glaube, dass die bei DM und Rossmann 90 oder 95 Cent kosten. Und dann dachte ich, für 88 Cent kann man nicht viel falsch machen. Ich hatte die auch schon mal und die haben echt, die fand ich echt gut. Die haben schon Feuchtigkeit gespendet und waren sehr, sehr angenehm auf der Haut, also auf der Augenpartie. Deswegen habe ich die nochmal mitgenommen. Und von F-Beauty, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Kaufland-Eigenmarke ist. Auf jeden Fall ist das eine Tuchmaske, eine Feuchtigkeitsmaske. Ja, auch mit Aloe Vera. Und Panthenol, hochwertige, feuchte Tuchmaske. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich habe das vorher nicht gesehen. Bin dann einfach mal so vorbei und dachte, die hat auch unter einem Euro gekostet. Ich glaube, 90 Cent hat die gekostet. Und dann dachte ich, kann man das ja mal ausprobieren. So, dann kommen wir noch zu den paar Kleinigkeiten von DM. Und zwar habe ich einmal ein Gesichtswasser mitgenommen von Balea. Fliegendes Gesichtswasser mit Mandelblütenextrakt, trockene und sensible Haut. Ich habe zum einen das Rosens Rosenwasser und habe jetzt das. Also meistens ist es so, dass ich das Rosens Rosenwasser abends benutze und ein anderes morgens oder auch manchmal umgekehrt, also je nachdem, ich eigentlich gerade Lust habe. Auf jeden Fall habe ich meistens zwei. Das eine benutze ich da und das andere da. Und ich hatte jetzt von Balea das Balea Med Gesichtswasser, was ich auch ganz gut fand. Aber das hatte ich auch schon mal und fand ich auch gut. Und das ist halt um einiges günstiger. Das kostet 75 Cent und das von Balea Med kostet, ich glaube, 2,95. Und ja, dadurch, dass ich das auch gut vertrage und es mir nicht brennt oder irgendwas, habe ich halt das nochmal mitgenommen. Für meine Augenbrauen habe ich diese Augenbrauenformer mitgenommen. Ja, ich mache das gerne, um hier unten das dann wegzumachen oder so ein bisschen hier. Ja, ist einfach eine schonendere Sache. Denn wenn ich wirklich jedes Härchen mit der Pinzette wegmache, das ist mir ein bisschen zu viel manchmal. Ich bin da ein bisschen wehleidig. Deswegen ja, nehme ich die dann hin und wieder mit. Das passt immer ganz gut. Dann haben wir noch drei Masken von Balea und dann sind wir auch durch, würde ich sagen. Und zwar einmal eine Balea Augentuchmaske. So sieht die aus. Das ist nicht so Pads, sondern wirklich so eine Tuchmaske. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Spion. Bei geschwollenen Augen spendet kühlend erfrischend Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure, Kokoswasser und Eigenextrakt. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, das sieht ganz lustig aus, wenn man sich das so drauf macht. Aber ja, ich bin gespannt, ob es wirkt. Bestimmt. Genau, die habe ich einmal mitgenommen. Dann Balea Tuchmaske Coco Cabana. Das ist die, sie hier auch ein super schönes Design, finde ich. Sieht mega schön aus. Spendet intensiv Feuchtigkeit, exotischer Duft nach tropischen Blüten. Klingt sehr gut. Ich habe auch diese Coco Cabana Creme. Die ich übrigens nicht so gerne mag. Also der Duft ist ganz gut. Das habe ich euch, glaube ich, im letzten DM-Haul gezeigt. Aber die zieht einfach nicht ein. Also wenn ich mich eincreme, bin ich weiß. Also ich bin einfach weiß. Ne? Es zieht nicht ein. Es dauert mega, mega lange. Und da habe ich eigentlich immer nicht so Bock drauf. Also ich will, dass es einzieht, schön gepflegt ist, alles ist gut. Aber wenn ich dann immer noch erstmal 10 Minuten rumlaufen muss oder rumstehen muss, weil alles weiß ist, finde ich nicht so toll. Naja, und das ist die Tuchmaske dazu. Also denke ich mal, die wird den gleichen Geruch haben wie auch die Bodylotion. Und zu guter Letzt, wie ich finde, die schönste Maske in Verpackung von Balea, habe ich ja vorher schon gesagt, die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Wassermelonenextrakt und Hyaluron. Guck mal bitte, wie hübsch das aussieht. Mega, oder? Ich finde es richtig mega. Und das sind so, hier. So zwei Teile, also hier oben einen Teil und dann hier unten. Und ja, pinkfarbene Gesichtsmaske aus Hydrogel mit Wassermelonenextrakt und Hyaluron für intensive Feuchtigkeitspflege. Ja, klingt sehr gut, sieht super hübsch aus, deswegen musste es mit. Und die war jetzt einen Tick teurer als die anderen, aber ist ja auch ein bisschen aufwendiger gestaltet. Und ich glaube, das ist auch aufwendiger. Deswegen, ich freue mich, sie zu benutzen und bin gespannt, ob sie auch einen Effekt hat. Ja, der Korb ist leer, Leute.
Das war alles, was ich gekauft habe. Ich glaube, ich hatte noch ein, zwei andere Kleinigkeiten gekauft, aber das war jetzt nichts groß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so für Lieblingsprodukte aus der Drogerie habt und ob ihr vielleicht ein paar Empfehlungen habt für gute Gesichtsmasken. Ihr wisst ja jetzt mittlerweile, Feuchtigkeit ist meins. Also schreibt mir das gerne. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Falls ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, dann macht das sofort und zwar hier. Hier seht ihr mein letztes Aufgebraucht-Video und hier habt ihr noch eine Playlist zu meinem anderen Haul. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!